Ja, hallihallo. Heute ist es nun endlich soweit, mein erstes Video auf unserem gemeinsamen Kanal 43. Eigene Kategorie, so wie damals mit dem Abnehmen, und zwar heute mit dem Thema vegan. Ich werde mal sehen, wie lange ich das machen werde. Ich habe einige Sachen auf Lager, sage ich mal so, thematisch, ob es Rezepte sind oder sonst irgendwas. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt damit an. Erstmal das Intro und dann geht's los. Ja, vorweg einfach eins zu sagen, ich werde dieses Video nicht schneiden. Ich werde dieses Video so wie es ist hintereinander weglaufen lassen und wenn ihr jetzt irgendwelche Patzer oder irgendwelche Hänger oder irgendwas seht, dann sind die wirklich so passiert und das bitte ich jetzt schon mal zu entschuldigen. Auf der einen Seite, weil ich einfach mal will, dass ihr seht, dass auch wir Fehler machen, dass jeder Fehler macht und dass jeder sich verspricht und jeder sich nicht immer nur an den Plan hält, den er sich vorher zurechtgelegt hat. Und natürlich auch, weil ich die Zeit im Moment nicht habe, denn wie es so ist, der Stress geht weiter und umso besser ist es natürlich, Videos zu machen und sich abzulenken, wenn man es denn schafft. Ja, warum vegan? Vegan. Warum bin ich vegan geworden? Einmal aus ethischen Gründen. Ich möchte es nicht mehr unterstützen, dass Tiere dafür leiden, dass wir konsumieren, dass wir Fleisch essen, nur damit wir Fleisch essen können, Milch trinken können, Ei essen können und sonst was. Ich möchte nicht, dass die Tiere mehr darunter leiden. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, wenn man jetzt weiß, wo es herkommt, wenn man jetzt weiß, wie das Fleisch oder wie die Tiere gehalten werden, ja gut, kann man das, aber ganz ehrlich, wenn man in der Stadt lebt, so wie wir, ist es schwer, jetzt einen Hof zu finden, wo man hinfahren kann und sehen kann, ja, den Tieren geht's gut und alles drum und dran. Und hinzu kommen noch ganz andere Punkte. Und zwar, selbst wenn ich es könnte, selbst wenn ich überwachen könnte und sehen könnte, okay, das Fleisch und die Tiere und alles so, alles Paletti in Anführungszeichen, gäbe es da immer noch die Punkte. Und zwar auf der einen Seite, dass ich nicht will, dass irgendein Lebewesen für mich stirbt. Ob es jetzt Tiere oder Menschen sind, das ist mir ganz egal. Ich möchte einfach nicht, dass Tiere oder Menschen sterben. Da bin ich komplett dagegen. Gewalt ist keine Lösung und Mord ist keine Lösung. Und der nächste Punkt, um jetzt die Punkte nochmal kurz zu benennen, Thema Milch. Wenn man euch immer einredet, Milch ist gesund, Milch ist gut für die Knochen, informiert euch mal wirklich im Internet, Thema poröse Knochen bzw. was es dem menschlichen Körper antut. Da gibt es zum Beispiel das tolle Thema Laktoseintoleranz, wo man ganz ehrlich dazu sagen muss, ungefähr 70-80% der Menschen haben diese angebliche oder sogenannte Laktoseintoleranz. Diese Laktoseintoleranz kommt daher, weil Menschen in der Regel keine Milch vertragen von anderen, also von anderen Lebewesen, von anderen Arten, sage ich jetzt einfach mal. Und trotzdem tun sie es. Letztendlich verträgt eine Art nur die eigene Muttermilch. Und wir sind eigentlich die einzige Spezies, die es nach wie vor immer noch macht, und zwar Milch von Tieren zu trinken, von Kühen, von Ziegen, sonst irgendwas. Und das verträgt der Körper nicht. Die anderen 20-30%, die mittlerweile vertragen, das kommt daher über die letzten Jahrtausende aufgrund der Mutation. Der menschliche Körper hat sich teilweise angepasst an die ganze Situation. Trotz alledem ändert das nichts daran, dass auch bei den Menschen Milch letztendlich zu irgendwelchen langfristig gesehen zu gesundheitlichen Einschränkungen führen kann. Sogar sehr schlecht für die Knochen ist. Informiert euch einfach mal darüber und ihr werdet sehen, was ich meine. Das gleiche wiederum auch mal beim Fleisch. Wenn man sich einfach mal informiert, wie diese Tiere nicht nur, wie sie gehalten werden, sondern auch mit was sie zugemüllt werden, mit was wir in dem Sinne dann auch noch zugemüllt werden, wenn wir diesen Fraß die ganze Zeit in uns reinstopfen, die ganzen Gifte, die ganzen Hormone und alles drum und dran, die Tiere bekommen, damit sie schneller wachsen, schneller schlachtreif sind und. Es gibt ja so viele Punkte, die man da einfach mal benennen kann, und ich bin kein Mensch, der jemanden seine Meinung aufzwingt. Aber ich bin der Mensch, der versuchen will, andere Menschen zum selber Nachdenken anzuregen und um sich Informationen einzuholen. Ich kann es selber verstehen, wenn Menschen Fleisch essen. Ich bin selber auch, jahrelang habe ich Fleisch gegessen und auch eine Zeit lang wirklich gedankenlos einfach in den Laden gegangen, in den Supermarkt, und habe mir ein Fleisch gekauft, habe es gegessen. Ich kann es nachvollziehen. Es ist einfach, es ist bequem und genau das, und besser gesagt, aus diesem müsst ihr heraus. Es ist die Umstellung zum vegetarischen Leben bzw. dann zum veganen, um komplett auf tierische Produkte zu verzichten, ist schwierig und es ist eine Gewöhnungssache. Der Körper muss sich daran gewöhnen, die Gewohnheiten allgemein, die ganzen Lebensgewohnheiten, das ändert sich.
Es ist eine Umstellungsphase, die fällt schwer. Mit der Zeit hat man aber seine Produkte, seine Möglichkeiten. Was kann man essen, was kann man nicht essen? Das pegelt sich alles mit der Zeit ein. Und von daher würde ich euch einfach nur mal empfehlen, probiert es wenigstens mal. Macht es einfach mal. Und wenn nicht, wenigstens mal, dass ihr sagt, wenigstens mal einen Monat vegetarisch. Oder probiert einfach mal einmal in der Woche einen veganen oder einen vegetarischen Abend einzuführen, wo ihr sagt, okay, der erste Schritt wäre, wie es bei mir auch angefangen hat, die bewusste Ernährung bzw. der bewusste Konsum, was ich allgemein auch mache. Darauf achten, was ich esse und wie viel ich es esse, wo es herkommt. Also nicht einfach in den Supermarkt gehen und irgendwas krallen. Das betrifft jetzt nicht nur tierische Produkte, das betrifft auch irgendwelche chemischen Zusätze oder solche Sachen. Man muss einfach wissen, was da auf den Teller kommt. Und die Leute sind einfach so bequem, 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden gearbeitet, danach schnell in den Supermarkt für ein Abendbrot, für Abendbrot schnell was gekauft oder für den Wocheneinkauf gemacht. Man hat einfach nicht die Zeit. Ich kann das auch nachempfinden, aber glaubt mir, es lohnt sich für euren Körper, für euer Gewissen. Und letztendlich steht beides ja auch im Zusammenhang. Wenn es eurem Körper gut geht, beziehungsweise eurem Gewissen, das hängt beides voneinander auch ab. Eurem Gewissen kann es nicht gut gehen, wenn eure Psyche kann es nicht gut gehen, wenn es eurem Körper schlecht geht und umgedreht genau das Gleiche. Ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also es ist ja wie gesagt das erste Video. Ich möchte jetzt nicht direkt schon mit Rezepten anfangen oder irgendwas. Aber ich möchte euch diesbezüglich auch schon ankündigen, was alles auf dem beziehungsweise zu den nächsten Videos thematisiert wird. Das sind zum einen vegan und teilweise auch nur vegetarische Rezepte. Dann nenne ich Pro und Contra des vegan beziehungsweise auch vegetarischen Lebens. Es gibt, wie gesagt, in meinem Ankündigungsvideo, es gibt Pros und es gibt Kontras zum veganen Leben. Die positiven Aspekte, die überwiegen definitiv. Es gibt aber auch negative Aspekte, wie zum Beispiel der Aspekt, dass man halt in der Umgewöhnungsphase, die bei einigen Menschen sehr lange dauern kann, je nach Gewohnheit, nach vorherigem Konsum, dass es dann natürlich anstrengend ist, durch den Supermarkt zu gehen, beziehungsweise im Internet zu schauen, welche Produkte sind vegan, wo kann man sich ernähren. Wie kann man sich ernähren, wo kann man seine Lebensmittel und den Trinken herbekommen. Und ja, trinken kann auch, muss nicht notgedrungen vegan sein, muss ich dazu mal am Rande bemerken. Und solche Punkte werde ich halt beleuchten, Pro und Contra. Rezepte, wie gesagt, werde ich nennen und ich werde selber meine Erfahrungen offenlegen, also erzählen, wie es mir dabei ergangen ist. Ich habe ja war erst Vegetarier. Dann bin ich zum Vegan übergegangen. Das ist bei mir knapp ein Monat, dass ich vegan lebe. Und ich fühle mich besser. Ich habe auch abgenommen. Das war nicht mein vorrangiges Ziel, auch wenn ich schon seit langem eigentlich wieder abnehmen will. Es hat einfach viele positive Aspekte und letztendlich tut es allen gut. Es tut euch gut, es tut den Tieren gut, es tut. Es ist für alle zu gebrauchen. Für alle macht es was Gutes. Es tut mir leid, dass ich mich gerade nicht so gut ausdrücken kann. Wie gesagt, ich werde dieses Video nicht schneiden. Ihr werdet jetzt sehen, dass ich selber, dadurch, dass ich jetzt hier mehr oder weniger improvisiert spreche, ich habe keine Rede vorbereitet, keinen Zettel vorbereitet, ich lese nicht ab. Und da kommt es manchmal zu Haspeln. Ich werde versuchen, jeden Mittwoch ein Video rauszubringen zu dem Thema. Das Ganze mache ich ganz alleine. Wir versuchen auch das Paul und Felix vielleicht in Zukunft auch eigene Tagebücher diesbezüglich oder eigene Themen ansprechen können. An anderen Tagen dann immer, nicht am Mittwoch. Und wir schauen einfach mal, wenn es mal Mittwoch nicht kommen sollte, dieses Video, hat das wirklich einfach mit dem Zeitstress zu tun. Die Freitagsvideos kommen nach wie vor immer schön pünktlich freitags. Wenn nicht, kündigen wir das vorher auf Facebook an. Wenn es nicht am Mittwoch kommen sollte, dieses Video, dann kommt es definitiv Donnerstag oder Freitag zusammen mit dem anderen Freeday-Video. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, wenn ihr das Video teilt, uns auch abonniert. Auch wenn es vielleicht nichts mit unseren normalen Videos zu tun hat, mit den Challenges oder sonst irgendwas. Denn ich denke, es ist ein Thema, es geht uns alle was an und ich will es euch einfach nur ein bisschen näher bringen. Versteht das nicht als aufdrängen oder aufschwatzen. Ich will euch einfach nur dazu bringen, auch mal selber nachzudenken. Nicht nur einfach gedankenlos irgendwas in euch reinzustopfen. Und ich hoffe, das kann ich tun, wenn ich nur einer mit erreiche, der vielleicht sich Gedanken macht, dann habe ich schon alles erreicht, was man erreichen kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Mittwoch wieder reinschaut, beziehungsweise jetzt am Freitag. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!